Höchst im Odenwald war am Wochenende der Austragungsort des ersten Odenwälder Seifenkistenrennens. Rund 50 10- bis 12-Jährige aus dem kleinen Städtchen hatten sich zum Start gemeldet. Das Besondere an diesem Seifenkistenrennen war, dass sich die Jungen ihre schnellen Wagen ohne Werksbausätze und ohne fremde Hilfe oder Anleitung zusammengebastelt haben. Alle alten Kinderwagen wurden zu Rennautos umgebaut. Fast die ganze Odenwaldgemeinde war auf den Beinen, als die Seifenkisten zum Startplatz geschleppt wurden. Vor dem Rennen werden schnell noch einmal die wichtigsten Teile der Wagen kontrolliert. Bremse und Steuerung müssen in Ordnung sein. Mit Omas Unterstützung wird sogar in letzter Sekunde vor dem Start noch ein Reifenwechsel ermöglicht. Der Bürgermeister senkt die Flagge. Start frei. Mit 40 Stundenkilometern geht's bergab dem Ziel entgegen. Nicht jeder erreicht es, wie man sieht. Aber das kommt auch bei großen Rennen vor. Kurventechnik ist hier alles. Denn vor das Ziel haben die Höchster Straßenbauer diese Kurve gesetzt. Es geht um Sekundenbruchteile. Den Fahrern und ihren Fahrzeugen wird alles abverlangt. Die Räder holpern über den Asphalt, dass sich die Achsen biegen. Hier hielt ein Wagen der Belastung nicht mehr stand. Kurz vor dem Ziel ist er in voller Fahrt zusammengebrochen. Aus ist der Traum vom Sieger. Verbissen kämpfen die anderen um die Meisterschaft. An sachkundigen Zuschauern aller Altersklassen fehlt es nicht. Auch nicht an Anfeuerungsgeschrei durch die Kameraden. Das kann nicht gut gehen. Da scheint doch einer die Herrschaft über das Steuer verloren zu haben. Gott sei Dank gibt es hier keine Verletzten, wenn mal einer der Wagen in die Zuschauer rast. Nichts passiert, nur ein kleiner Achsenbruch. Ganz schön schwierig die Strecke, meint dieser kleine Rennfahrer. Auch eine Ausscheidung im Slalomfahren stand auf dem Programm. Die abschüssige Strecke war durch eine Wippe und durch zahlreiche Tore zum Prüfstein für die Geschicklichkeit der jungen Rennfahrer geworden. Das gibt Strafpunkte. Nicht nur die Tore, auch die Wippe ist nicht leicht zu nehmen. Hier scheiterte manches Rennfahrertalent. Für die Sieger gab es am Schluss der Veranstaltung viele schöne Preise.